Hallöchen allerseits und willkommen zurück zu einer neuen Daddelzeit hier mit My Time at Portia. Heute hoffentlich mit einer Nase, die nicht dicht ist, aber hoffentlich dicht hält. Denn beim letzten Mal war das ja so ein kleines bisschen grenzwertig. Ich habe auch die zwei Tage danach gar nichts aufgenommen. Heute der erste Tag, wo ich mich wieder traue. Und ja, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das irgendwie klappen wird. Aber wenn ich zuversichtlich bin, muss das natürlich mal nicht so viel heißen. So, gucken wir mal nach. Was sagt denn das Rathaus? Liebe Handwerker, das ist ja Gail. Liebe Handwerker, ich weiß nicht, ob du gestern Abend bei der Versammlung warst, aber mein Hals kratzt und ich muss fast husten. Aber wir haben beschlossen, eine Straße durch die Euphaula-Wüste von hier nach Sandfels zu bauen. Wir werden heute ein Treffen in meinem Büro abhalten, um die Pläne auszuarbeiten. Spannend, nicht wahr? Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Bürgermeister Gail, der im Schriftverkehr anders spricht, als wenn er tatsächlich spricht. So, und dann haben wir noch hier von der Handwerksgilde. Oh, eine Trommel. Oh, ulala. Lieber Handwerker, gestern hast du bei der Inspektion der Produkte auf Fehler hervorragende Arbeit geleistet. Genauso wie es einer Handwerker erster Klasse tun sollte. Wir danken dir dafür. Hier ist ein kleines Dankeschön für deine Zeit. Die Handelsgilde von Portia. Sehr schön. Das finde ich löblich. Eine Trommel. Wollte ich immer schon noch haben. Dann gucken wir doch mal, wo können wir das aufstellen? Hier nicht. Ha, ist es nicht die Nase, ist es der Mund auf einmal. Der Hals. Kann ich das benutzen? Hey. Ich möchte draufklöppeln. Beschiss. Abbrechen. Oder... Da muss ich damit draufklöppeln, ne? Ach, das kann ich nicht mehr ganz wegmachen, oder wie? Na, dann machen wir das mal so. Ich weiß nicht, was für Boni es gibt, habe ich vergessen nachzuschauen, aber pah, wird schon irgendwie schief gehen. So, und nun genug geschnackt, wir haben ja noch Dinge zu verrichten. Unter anderem müssen wir uns weitere Ventile gönnen. Genau, das dachte ich mir zumindest. Hm. Dafür gehen wir mal Dinge an. Was können wir hier loswerden? Wir können loswerden das Zeug hier und... Nein. Nee, da wollte ich ja noch Dinge loswerden. Genau. Da kann ich gar nicht so viel loswerden. Was war das für eine Kiste? Das war die Gedönskiste. Okay. Die Gedönskiste ist auch in Ordnung. Ja, da hätten wir gerne mehr von. Pustekuchen ist nicht. So, dann machen wir einfach mal hier so ein bisschen ganz wild und frei das Ganze. Holz, ja, zumindest hier bin ich mal richtig. Da wollen wir mal Dinge tun. Nö, das war alles hier so weit, so gut, so schön. Ah, das kann ich noch. Dann holen wir uns mal einen neuen Job ab. Und was wir mit dem neuen Job dann machen, sehen wir dann einfach mal. Erstmal hingehen, gucken, was Sache ist und sich einen Keks freuen. Und hoffen, dass Higgins sich nicht schon das Beste weggeschnappt hat, der alte Schlawine. Der ist ja auch immer sehr aktiv dabei, uns das Leben zur Hölle zu machen. So, was haben wir denn hier? Wir haben... Ah, das sieht offiziell aus. Zwei entnehmbare... Das ist schön. Das nehme ich gerne an. Was wäre das hier? Aber nicht halb so schön. Nein, entnehmbare Batterien. Och, das ist ja... Eine Wonne ist das, eine Wonne. Ja, so groß ist der Vorsprung nicht. Nichts, worauf wir uns ausruhen sollten.
habe ich mir sagen lassen. Wir werden es ja sehen. Aber erstmal möchte ich trotz aller entnehmbaren Batterien und was nicht alles, von Nora will ich eigentlich nix. Die Nora geht mir heute mal am Popo vorbei. Wo muss ich da hin? Ach, Herr Jemini. Nehmen wir doch einfach mal das Töff-Töff. Presley, alte Socke, wie geht's, wie steht's? Emily, was hast du, was denn das Sternchen? Unterhalten. Ich hatte in letzter Zeit keinen Appetit. Es wäre toll, wenn ich eine Bestellung Obstsalat hätte. Klingt nach einem Wunsch, auf jeden Fall. Gott, jetzt hörte ich mich wie Gronkh an. Nur nicht so tief. Die tiefe Brummen der Stimme habe ich dann eben nicht. Hat mich trotzdem erschreckt. Das war so vom Wortfall her. Hat es mich doch erschreckend sehr daran erinnert. Ohne mich jetzt mit Gronkh gleichstellen zu wollen. Nein. Das würde ich nicht wagen. Gronkh gilt für mich nämlich immer noch als der Let's Player, weil er auch so die Art, die ich mag, halt dieses nicht zu überdrehte. Ah, der kann so wunderbar viel mit seiner Stimme anstellen, dass ich da echt nur neidisch sein kann. Und auch was der improvisieren kann in Dialogen, ist einfach herrlich. Also ganz, ganz großes Kino. Da kann ich echt nur neidvoll dastehen und sagen, hey, so will ich auch mal werden. Beziehungsweise auf meine Art, aber eh nicht. Ist doch das Gleiche hier. Wo bin ich? Ey, ich muss hier runter. Lass mich runter. Kein Ventil. Aber irgendwo muss ich den Druck doch mal rauslassen. Mensch, gebt mir Ventile. Hätte ich Ventile, wäre das hier sonst nur noch Spiegel. Gott, der war schlecht. Springtänzer, spring in den Tod für mich. Spring mir das Lied vom Tod. Nein. Und einmal öffnen. Eine Feder, denn die Feder ist mächtiger als das Schwert. Kleiner Silikonchip, so schön auch ist, aber irgendwie nee. Kann ich irgendwie nicht so übermäßig gebrauchen. Gibt es hier noch was? Ja. Oh, das war aber knapp. Das war ja Arsch auf einmal quasi. So, jetzt kommt doch sicherlich noch etwas, wenn ich mit dem fertig bin, genau. Na, dann kommt doch mal her, Freundje. Wie jetzt? Die können durch die Wände durchballern? Och. Kopuliert euch doch hinfort, ey. Mensch. Tada, einmal kurz durch. Ach du Schande. Wir haben ein kleines Problemchen. Stellt Ausdauer her. Ja. Gift ist auch nicht so der Hammer. Houston, wir haben nicht nur ein Problem, wir haben ein gar mächtiges Problem. Und durch und durch und durch und... Ah, weh, da ist ein Monster drin, dann kriege ich Probleme. Aber offenbar nicht. Puh, ich glaube, wir gehen hier mal raus. Wird offenbar nichts mit den Ventilen heute. Schade. Dann wollen wir stattdessen doch mal nicht in den Kampf gehen, sondern schnell töff töff und weg mit uns. So, weg mit euch, Vögelchen.
Ich will euch nicht. Stattdessen, komm, damit ich nicht ohne Minenarbeit unterwegs bin, gehen wir einfach mal in diese oder die andere. Ja, nehmen wir die andere. Muss ja ein bisschen was bei rumkommen. Dann können wir Eisen und Stahl und Gedöns und Taste nicht gesehen herstellen. Ist ja auch nicht schlecht. So an und für sich. Gil. Jawohl. Wollen wir mal rein. Kostet heute wieder. Das ist ja irgendwie doof. Aber hey, das zahlen wir doch gern für einen kleinen Ausflug hier rein. Generell, das, was wir da erarbeiten, können wir ja Theo praktisch auch teurer verkaufen als das, was wir an Eintritt haben. Also in allen Fällen eigentlich eine Win-Win-Situation. Und auf geht's! Ein bisschen Eisenerz. Genau, Eisenerz klingt eigentlich ganz gut. Dann klöppeln wir das Ganze mal ein bisschen ab. Vielleicht finden wir ja auch irgendwelche schönen Schätze. Vielleicht sogar Ventile. Da würde ich mich ja richtig drüber freuen, wenn wir da irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 ganz viele Ventilchen finden. Und dann können wir vielleicht noch die Batterien heute herstellen. Müssen wir mal schauen. Da will ich noch nichts versprechen, weil ich nicht auswendig weiß, was wir dafür brauchen. Wird also ein bisschen nur, wenn es halt passt. Sind wir heute einfach mal flexibel unterwegs. So, 17 Uhr etwas. Da ist ja auch noch eigentlich relativ gut Zeit nach, finde ich. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und ich weiß nicht, müssen wir beim Forschungszentrum wieder was forschen lassen oder sind wir da noch immer bei was bei? Das ist so die große Preisfrage irgendwie. Aber können wir heute nicht mehr wirklich nachgucken. Das muss, wenn, morgen gemacht werden. Gucken wir erstmal, was wir heute hier so finden und wir können ja eigentlich mal gucken, ob es hier noch ein Reliktchen gibt. Ja, yeah, komm, machen wir. Da zum Bleistift, genau. Ups, hätte ich mir mal speichern müssen. Aber geht ja auch so. So, einfache Schaltkreise. Das ist nicht so ganz ein Ventil, aber fast. Dann buddeln wir einfach mal weiter. Vielleicht werden wir ja fündig, man weiß es ja nicht. Am besten gleich zwei Ventile, dann haben wir alles, was wir brauchen. Oh, Eisen sehen wir jetzt wieder. Oh, da ist noch was. Ach, so eine Gedönsbums hier. Große Eiseneimer, genau, sagte ich doch. Gedönsbums ist einfach nur ein anderer Ausdruck für Eiseneimer. Große Eiseneimer. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Schmiermittel. Ja, warum nicht? Läuft ja wie geschmiert heute. Eigentlich nicht, aber egal. Oh, noch mehr Eisen. Boah, da war gerade 6,66 Meter. Ach, das ist herrlich diabolisch. Ich mag es. Ui. Ja. Das nehmen wir auch nochmal gleich mit. Ach so, wieder nur so ein Brillenglas. Naja. Besser als nix, gell? Ui, was haben wir denn da? Ente auf König. Klingt ein wenig nach Bremer Stadtmusikanten. Aber gut. Boah, meine Stimme ist instabil heute.
das ist auch nicht so ganz perfekt irgendwie, ne? Na gut, es geht ja alles. Man muss es nur wollen. Hab ich ihm auch mal eine männlich-maskulin rauchige Stimme? Ich will mich da mal nicht beschweren. So, und auf geht's. Forschungsrennen. Ja, das mit den Relikten, da haben wir ja wieder was Neues. Von Ratio Farm. Gute Preise, gute Besserung. Nee, ich will ja noch ein bisschen Zeit haben, damit wir uns in aller Seelenruhe mal umschauen können. Ob wir da nicht noch die zwei Batterien gebaut bekommen oder Baukran. Keine Ahnung. Ach, das Gätzchen schläft. Soll es das ruhig tun. So, Steingedöns haben wir jetzt auch ordentlich. Haha. Können wir eigentlich die Schmelzöfen nochmal nachfeuern hier? So, was haben wir denn jetzt? Wir haben mehr als genug Eisenerz, ja. Können wir ja mal eine ganze Charge machen. Da können wir nachlegen und da hier sowieso. Mangan, oh ja, da ist noch mehr als genug zu tun. Holzkohle, okay. Da können wir eigentlich auch noch mal neu nacharbeiten, oder? Ja, komm, machen wir. Ach so, müssen wir erstmal wegnehmen, das Ganze, genau. Ach, jetzt kann ich. Ahaha. Na, jetzt ist hier zu spät. Wird schon schief gehen. Einmal Carbonstahl, Barren und dann nochmal ordentlich Holzkohle. Einfach nur, weil wir es können. So, jetzt aber ja. Irgendwas wollte nicht so, wie ich es wollte. Egal, jetzt brauchen wir die Batteriechen noch. Bin ich daran schon vorbei, oder? Ha, Tatsache. Och, das ist ja hier richtig übersichtlich eigentlich. Marmor, Bronzebarren, Energiestein, Feder. Sollten wir alles auf Vorrat haben. Mal sehen, Feder. Haben wir überhaupt hier genug schon im Inventar? Zwei Stück. Powersteine haben wir. Nun müssen wir nur das andere Zeug nochmal rausholen und dann können wir weiterschauen. So, das können wir auch wieder reinpacken und das und das und überhaupt können wir glücklich werden. Oder auch nicht. was brauchen wir noch? Wir brauchen Marmor. Nee, das sind die Dielen. Da haben wir das normale Marmor, da haben wir Bronzebarren. Dann brauchen wir nochmal zwei Fäden. Die finden wir hier. Haha, ich habe mein Chaos zumindest halbwegs durchschaut. Das ist doch schon mal alle Ehren wert. Da wollen wir ran, genau. Dann brauchen wir noch. Ja, wo ist der Rest? Federn. Und die Energiesteine, glaube ich. Ich glaube, das sind so die Bestandteile. Zack, erste. Und dann machen wir noch eins. Den wollte ich doch. Haha. Und dann können wir den Auftrag tatsächlich schon erfüllen beim nächsten Mal. Aber wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Denn für heute war es das schon wieder. Es ging zumindest etwas besser. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt Daddlezeit mit My Time at Portia. Bye, bye.